alle statt für wenige. Und das heisst, wir machen eine Politik, die wirklich für alle ist. Wir bevorzugen nicht nur die Reichen mit Steuerprivilegien, wir bauen aber auch nicht nur Sozialwohnungen, bauen, sondern wir schauen, dass die ganze Gesellschaft etwas hat. Und für das steht die SP, für das macht die SP Politik. Und diese Politik werde ich in Bern vertreten. Wir stehen hier auf der Baustelle einer Wohngenossenschaft, wo mehrere neue Immobilien bauen wird, wo zum Beispiel Generationen übergriffen sind. Das heisst, dass hier mehrere Generationen leben können, alt und jung miteinander, kleine Familien mit grossen Familien, Singles, auch für jedes Budget. Es freut mich auch besonders an dieser Baustelle, dass man hier wirklich sieht, mit Innovation kann man auch günstigen Wohnraum schaffen. Mit Innovation schafft man auch eine Durchmischung von einem Quartier. Eine Wohnpolitik für alle statt für wenige bedeutet, dass Gewinne nicht in irgendwelche Mühlen von Immobilienhaien hineinfließen, sondern dass sie allen zu gut kommen. Das heisst, dass Mietzinserträge schlussendlich wieder gebraucht werden, zum Renovieren, zum wieder weiterbauen. Das ist für mich eine Wohnpolitik für alle statt für wenige. Und so eine Wohnpolitik muss auf nationaler Ebene gefördert werden, dass sie dann auch auf kantonaler Ebene umgesetzt werden kann. Wir müssen im Herbst die linke Abzweigung nehmen, damit wir in eine moderne Schweiz kommen, dass wir eine moderne Schweiz gestalten können, eine weltoffene, eine solidarische, wo alle drin leben können, wo alle einen Platz haben zum Arbeiten, zum Leben und zum Wohnen. Und für das möchte ich mich einsetzen und für das brauchen wir ganz dringend einen Wechsel in Bern. Wir brauchen einen Richtungswechsel in Bern, einen linken Richtungswechsel. Okay, dann müssen wir hier alle machen, dann müssen wir noch machen. Nein, du musst ja nur laufen, verstehst du? Sorry, das hat ich gesagt.